Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play und Pal Warriors 4. Das nächste Level heißt Wilde Stärke. Wilde Kämpfer mit der Macht von Land- und Seekreaturen versammeln sich. Ringe sie nieder, um den Sieg zu sichern. Verbündete Armee gegen Wilde Stärke-Team. Und in diesem Part spielen wir schon wieder einen Geschwindigkeitstypen, genau wie in den letzten beiden Parts. Und diesmal ist es Cracker. Und zwar, schauen wir mal, wir haben immer noch eine Spezialattacke noch nicht entdeckt, aber wir können 4 freischalten. Setzt sich auf einen Keks und rutscht nach vorn. Spezialangriff Keks. Geil. Okay, ich gebe mir aber erstmal die Münzen, weil die farm ich gerade eh die ganze Zeit mit Absicht auch. Und ja, dann würde ich sagen, holen wir uns einfach kurz alle 4 Fähigkeiten. Brezel im Spieß stürzt mehrmals schnell vorwärts. Riesenbretze lässt einen riesigen Keksoldaten von mir fallen und Keksrüstung legt Keksrüstung für eine bestimmte Zeit an. Okay, also harte Bretze kennen wir schon. Welche haben wir alle schon? Harte Bretze, modische Kekse, 1000 Hände müssen wir nochmal benutzen, wenn es geht, und Keksbuffet. Okay, wir haben Riesenbretze, Keks und Bretze am Spieß. Keins davon ist ein Special Attack. Und die Keksrüstung ist ein Konter. Okay, würde ich sagen, Keks klingt super lustig, das würde ich gerne ausprobieren. Ich glaube, ich probiere aber diesmal nur 2 neue aus und beim nächsten Mal dann 3. Also die Riesenbretzel und Bretzel am Spieß und die letzte Attacke, die wahrscheinlich eine Special Attack wird, werde ich dann beim nächsten Mal ausprobieren. Jetzt werde ich aber nur Keks machen und die Keksrüstung. Das könnte lustig werden. Und die anderen behalte ich, weil ich will wirklich nicht ohne Cinematic Spezialattacke rein und ich will auch nicht ohne volle Kraftburst rein. Oh, das war eigentlich richtig, das hätte ich drin lassen dürfen. Ja, das, also ich will da jetzt nicht mich komplett selber verbauen. Da ich ihn ja sowieso nochmal spielen muss, macht es ja gar nichts, was ich jetzt genau nehme, solange ich genug mitnehme. So, und schauen wir doch mal. Oh je, ich setze aus, dass ich die ganze Zeit meine Keksoldaten ein. Los, Keks! Es ist ein Skateboard. Wie behindert. Okay, sehr schön. So, die Attacke kennen wir zwar schon, aber kann man immer wieder einsetzen. Oh, damn. Komm, Keksrüstung. Oh, damn, das heißt, ich kämpfe mit der Keksrüstung. LOL. Oh, okay, und dann ist er weg, wenn ich sprinte. Okay, dann muss ich aufpassen. Ja, sick. Dann verwandle ich mich halt echt in den Riesenbeast mit der Keksrüstung. Los, Keks! Okay, lassen wir das. Das ist so eine riesen Zeitverschwendung. Aber die Keksrüstung überrascht mich jetzt, weil es ist das Konter-Symbol. Normalerweise mag ich die Konter nicht, aber das ist doch relativ amüsant. Das könnte interessant werden, doch. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Keksrüstung interessanter ist als Keks. Aber Keks ist auch irgendwie, zwar irgendwie klar, dass es eher lustig als nützlich ist. So. Los, Keksrüstung! Boom, 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 boom! Ich glaube, ich kann die Kombo immer machen, oder? Und ich habe dem Anführer direkt das Schild zerbrochen. Alter, was ist das denn? Okay. Er ist in meinen Konter rein und irgendwie ist er direkt gestorben. Okay, also diese Keksrüstung ist ja mal lächerlich. Die packt die Gegner in Stunlock, wenn ich will. Und haut mit 2-3 Schlägen den ganzen Schild von denen weg. Also, what the fuck? Das ist eine richtig unerwartet mächtige Attacke. Da denkt man, okay, ist ein Konter. Was passiert? Wir haben voll die Umwandlung. Was passiert, wenn ich das jetzt einsetze? Usch, 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 usch. Oh mein Gott. Ihr seid so am Arsch. Ja, klar. Wie unfair ist das denn? Also wenn es da PvP gäbe, dann wüsste ich, wie ich das gewinnen kann. Okay. Jetzt hat sie meinen Keksrüstung durchbrochen und dafür aber auch nochmal ordentlich Leben verloren. Warum? Was ist eigentlich mit Carrot? Ah, die ist meine Hauptmission gerade. Okay. Ich muss Lysop vor dem Pazifista retten. Demnächst. Wie gefällt es mir? Ich probiere mal die anderen Attacken von der Rüstung aus, weil es ist ein bisschen langweilig, wenn ich immer nur dasselbe mache. Ah, verdammt! Ich
vergesse immer, dass ich da nicht sprinten darf. Muss ich aufpassen jetzt beim nächsten Mal. Aber ich kann es ja schon wieder einsetzen. Habe ich gerade tatsächlich als Rüstung geklatscht? Okay, man hat nur zwei Attacken. Den Stich und den dauerhaften Stunlock-Angriff hier. Aber das ist lächerlich OP. Weil solange die da keinen volle Kraftbürste einsetzen, können die mich nicht stoppen. Kann ich auch laufen? Ja, aber nicht allzu schnell. Okay, ich bin eindeutig ein bisschen langsamer jetzt. Warum? Weil die Keksrüstung schon lange hält oder weil es... Weil es laggt oder weil es ein Pazifista ist? Ich weiß gerade auch nicht. Aber das ist mal echt übertrieben. Okay, ich bin schon wieder langsam geworden. Nur jetzt, weil er volle Kraftbürste ist, kann er sich wehren und es hat nichts gebracht. Okay. Kann ich bitte mich zurückverwandeln? Ne, ich kann mich noch weiter verwandeln. Hallo, schlag mich mal. Es ist ein Konterangriff immer noch. Also. Hä? LOL! Okay, ich geh mal wieder raus hier, aber Alter! Was für eine abgefahrene Fähigkeit! Wer hat denn mit sowas gerechnet? Machen wir mal kurz das hier, weil es hier gerade ganz gut hinpasst. Aber wie gesagt, der Keksangriff ist ziemlich nutzlos, aber die Rüstung ist total unfair. Nur leider ist die wirklich zum Let's Play ein bisschen unspektakulär, wenn man nur zwei verschiedene Angriffe einsetzen kann. Cracker ist allgemein ein bisschen seltsam, wenn wir ganz ehrlich sind. Mit Linksklick macht er Schwertattacken. Mit Rechtsklick macht er immer nur irgendwelche mit der Rüstung Attacken. Egal an welcher Stelle der Combo mal ist, er ruft eine Rüstung und die macht dann einen verschiedenen Angriff. Zum Beispiel jetzt steckt sie in der Wand fest. Also, ist krass, aber ist jetzt, glaube ich, keine Note 1 für mich. In meinem Kopf. Weil, hat halt nur eine Art Combo-Attacken und zwar die Linksklick-Attacken. Weil Rechtsklick ist dann rufe ein paar Rüstungen und ich finde das nicht so spektakulär, weil ist einfach nur ein Klatschen. Gut, dann kommt halt eine Rüstung und rastet völlig aus. Oh, jetzt bin ich die Rüstung. Aber ich schlage nicht selber zu. Okay. Und das hier ist halt ein total unfairer Modus. Aber mit dem kann man sich bestimmt durch das ganze Spiel kloppen, wenn man will. Weil die können sich kaum wehren. Aber es ist unspektakulär des Todes. Es sind nur zwei verschiedene Attacken. Ich glaube, zum Zuschauen ist es echt langweilig. Und diese Fähigkeiten, naja. Bin mal gespannt, wie die anderen drei Fähigkeiten noch aussehen. Aber... ja. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Klatsch, klatsch. Einfach mal ein paar Verbündete rufen, so mal wieder. Dann noch ein bisschen unfair sein, wenn wir schon mal hier sehen. Batz, 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 batz. Alter, das ist doch echt lächerlich. Okay, jetzt hat er sich gerade selber in die andere Richtung geschoben, weil ich die Maus Richtungstaste losgelassen habe. Jimbe steckt da oben fest. Wie unfair das ist. Okay, jetzt sind sie wieder normal. Jetzt mache ich die kurz fertig. Es kann ja, glaube ich, gar kein PvP geben. Allein wegen der Spezialattacken kann man das wahrscheinlich überhaupt nicht so einbauen. Also ist es nur unfair gegenüber den Bots. Und die können sich halt nicht beschweren, also was soll's. So, stirb Anführer, stirb Marco. Oh, da kommt wieder Hawkins mit seinen Zufallsaufgaben. Marco ist raus. Hawkins hat Verstärkung angefordert. Okay. Ja, ich komme auch auf euch zu, Piratenkommandanten. Macht euch keinen Stress, ich bin gleich da. Aber ich glaube, ich sollte erst Hawkins besiegen. Aber weil ich schon mal hier bin. Lass so schön viel auf einem Haufen. 1500 Kills.
Ab geht's! Das gibt's doch gar nicht, ey, das ist so übertrieben. Okay, das reicht auch schon. Wollen's ja nicht übertreiben. Aber wirklich, das Problem ist halt echt, dass sobald ich die rechte Taste mache, kommt halt so ein Soldat. Das bringt mich irgendwie voll aus meinem Angriffsflow raus. Schlag, schlag, schlag und dann mache ich das. Klatsch, klatsch. Und dann kommt so ein Dude und es verwirrt mich. Es bringt mich einfach aus dem Flow. Es verwirrt mich nicht direkt, aber da ist der Flow dann hinüber. Klatsch, klatsch. Oh, jetzt bin ich der Dude, jetzt kann ich nichts anderes machen, okay. Also, ja. Jetzt nicht unbedingt mein Favorit, aber trotzdem ganz lustig. Hawkins hat schon wieder Verstärkung angefordert, ich zeig dir gleich Verstärkung, du. Bats, 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 Bats. Ihr seid alle gefickt. Einfach alle seid ihr gefickt. Ihr alle werdet alle verreckt. Die sind alle dauerhaft im Stunlock. Da geht gar nichts mit bei denen. Alter. Klatsch, klatsch. Oh lol, die spawnen dann auf einem Keks. Das ist witzig. Oder eher unerwartet. Okay. Hier sind immer noch ganz schön viele Gegner. Was wollen die alle hier? Wisst ihr was? 48 von euch dürfen noch sterben. Wisst ihr was? Ich bin schneller, wenn ich mit dem Keks fahre. Nee. Dann mal auf darüber. Noch 10 Gegner, noch 9 Gegner, noch 8 Gegner. Dann habe ich 2000. Wie komme ich denn darüber? Ja, ziemlich simpel, okay. Oder auch nicht. Ah, doch, geht. Okay, da oben ist der Bossfight. Ah, guck mal, da warten doch genug Käse auf mich. Die 8 kriege ich noch zusammen. Eki ist der Boss. Nicht Mihawk. Seltsam, aber okay. 2000 Kills, sehr schön. Und dann würde ich sagen, zersäbel ich einfach ein bisschen. Zack, 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 boom, zack, 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 zack. Dann machen wir erst Falkenauge platt. Dann kriegen wir noch ein paar Münzen. Ich weiß nicht, ob ich die brauche, aber ist immer gut. Aber ich glaube wirklich nicht, dass ich die noch brauche. Aber jetzt sind wir schon mal dabei. Ich bin leider zu schnell für mich selbst. Aber ihr steht da gerade richtig schön. So, das wird jetzt ein bisschen blöd für dich. Gut für den da. Falkenauge, du bist am Arsch, Eki auch. Es macht aber auch echt gut Damage, wenn ihr euch den Lebensbalken oben links mal anguckt. Das ist schon mega unfair. Gut, es hält halt nicht ewig zum Glück, aber es ist trotzdem ziemlich unfair. Und dann kann ich schon wieder in den volle Kraftburst, also. Das klappt. Du wirst aber den Kampf mit Falkenauge aufgenommen, das ist sehr schön. Gott, der Alter. So, Falkenauge ist raus, das ging doch recht schnell. Und Eki sollte auch gut wie tot sein. Gut, dann hätten wir diese Attacken auch gesehen. Den Keks und die Keksrüstung. Sehr schön. Und trotzdem noch einen S-Rang bekommen. Das habe ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, aber sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Mach's gut und bis dann.